Shalom, Shalom aus Uganda, besonders aus Vision für Afrika in Chiunga. Ihr Lieben, in der letzten Botschaft haben wir uns damit befasst, dass wir unsere Verluste mit Geben wieder wettmachen können. Und der Herr hat uns gezeigt, dass das erste Mal der Zehnte ist, den wir geben sollen. Und ich habe euch erzählt, wie ich dann begonnen habe, den Zehnten zu geben, und zwar vom Bruttogehalt, wie Gott mir ein Haus gegeben hat, total möbliert, am Rande des Nationalparks, um 100 Dollar pro Monat. Keiner konnte es verstehen. Ich arbeitete da in einem Hotel als Büromanagerin und wir hatten Mindestgehälter, weil jeder dort arbeiten wollte. Es ist so schön dort in den Smoky Mountains in Gatlinburg. Aber natürlich war es ein sehr knapper Gehalt. Und es war ein sehr schönes Motel. Sehr viele reiche Leute kamen dorthin. Und auch viele Gäste, die immer wieder kamen. Und ich habe da sehr viele freundschaftliche Beziehungen entwickelt. Und plötzlich kamen Damen aus New York, aus Chicago auf mich zu und sagten: Maria, ich glaube, du hast die gleiche Figur wie ich. Kann ich dir alle meine Kleider bringen, die ich nicht mehr tragen kann, denn ich darf meine Kleider nur 2-3 Mal tragen. Ich sag's euch, ich bin mit Modellkleidern aus New York und Chicago herumgelaufen und die haben mir sofort gepasst. Außerdem hätte mein Gehalt mir nicht mehr erlaubt, einmal noch eine Reise nach Europa zu machen. Dann habe ich gesagt, ja, Europa werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Kurze Zeit danach kam eine Gruppe von Freunden und sagt: Maria, wir möchten eine Reise nach Europa machen und du wärst doch die idealste Reiseleiterin. Geh, nimm uns mit und du kannst uns hinführen, wo du willst. Wir wollen auch deine Familie sehen und natürlich bezahlen wir alles. Ihr Lieben, ich habe Europareisen gemacht, wunderbare, hat mich keinen Euro gekostet. Und dann sagen aber viele Leute noch: ja, Maria, das steht im Alten Testament, in Malachi. Aber ich habe dazu auch eine Schriftstelle im Neuen Testament gefunden. Matthäus 23, 23, da lesen wir Folgendes, was Jesus bekräftigt hat. Euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigeren Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Und jetzt heißt es, ihr sollt den Zehnten geben. Gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Ich persönlich glaube, dass Gott uns so segnet und die westliche Welt ist gesegnet. Wir gehören nach den Statistiken zu den reichsten, den 10% der reichsten Menschen der Welt. Was tun wir damit? Gott segnet, damit wir ein Segen sein dürfen für die Armen, die Waisen, die Witwen und für unsere Gemeinden. Ihr Lieben, ich glaube, dass wenn wir anfangen, die Lasten Gottes zu tragen, und die Lasten Gottes sind die Armen, sind die Witwen, sind die Waisen. Die Lasten Gottes ist Israel, die Einheit im Leib Christi, die Verlorenen. Wenn wir uns um diese Herzensanliegen Gottes einsetzen lassen, dann wird Gott unsere Lasten tragen. Also wir sollen, Jesus betont hier, wir sollen den Zehnten geben, aber die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und den Glauben dabei nicht vernachlässigen. Und das ist eine Bestätigung von Jesus für die Schriftstelle im Malachi. Also Habgier, wisst ihr, es war, wenn man die Welt sich jetzt in den letzten Jahren betrachtet hat, dann war es einfach Habgier ohne Ende. Und das Wort Gottes sagt uns da, ihr könnt sicher sein, im Epheser 5,5. Dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch jedes Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Aber wisst ihr, Gott will auch nicht, dass wir arm, dumm und krank sind. Welcher Vater freut sich, wenn seine Kinder arm, dumm und krank sind? Er möchte, dass wir alles aus seiner Hand empfangen. Suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Aber ich möchte euch jetzt noch darüber informieren, was die Folgen der Habgier sind.
Erstens einmal Unglück für die Familie. In Sprüche 15,27. Unehrlich erworbener Besitz stürzt ganze Familien ins Unglück. Aber wer sich nicht bestechen lässt, wird leben. Zweitens Enttäuschung. Davon lesen wir in Prediger 5,9. Wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Dann ernten wir Spott. In Jeremia 17,11. Wie ein Vogel, der sich über Eier setzt, die er nicht gelegt hat, so ist, wer Unrecht gut sammelt. Denn er muss davon, wenn er es am wenigsten denkt, und muss zuletzt noch Spott dazu haben. Dann in 1. Timotheus 6,10. Wir erleben Trennung von Gott. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Dann Anklage, das lesen wir in Jakobus 5,3. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden, wie verrostetes Eisen. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und euch anklagen am Tag des Gerichts. Warum habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln in diesen Zeiten? Not. In Sprüche 21,12. Wer seine Ohren vor den Bitten der Armen verschließt, dem wird auch nicht geholfen werden, wenn er selbst in Not ist. Und jetzt kommt ein sehr beliebter Spruch von mir, Sprüche 28,27. Wer dem Armen gibt, dem wird es an nichts fehlen. Wer aber die Augen vor der Armut verschließt, wird verflucht sein. Ihr Lieben, keiner kommt ohne Geld aus. Alle brauchen wir Geld zum Leben. Geld selbst ist nicht schlecht, sondern lediglich die Gier nach Geld und die Korruption. Geld, sage ich immer, ist ein guter Diener, aber ein sehr schlechter Meister. Die Frage ist, wie sich der Mensch vom Geld beeinflussen lässt. Die geistlichen Regeln zu einem guten Umgang mit Geld sind: Gib deinem Einkommen entsprechend. Gott möchte nie, dass du gibst, was du nicht hast. Es heißt im 5. Mose 16,17, jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Dann gib, ohne zu prahlen. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was deine rechte Hand tut. Das steht in Matthäus 6,3. Dann sei bescheiden, wenn du gibst. Wer Geld hat, soll aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Das ist in Römer 12,8. Und jetzt kommt noch eine sehr entscheidende Stelle. In 2. Korinther 9,7. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Und da habe ich in Afrika etwas gesehen, was mich zutiefst bewegt hat. Auch Jesus hat die Frau gerühmt, die mit einer kleinen Münze nach vorne kam. Es war aber alles, was sie hatte. Es war alles, was sie hatte. Und sie gab. Und sie gab freudig. Ihr Lieben, in Afrika kannst du erleben, dass Frauen mit einer kleinen Münze, die nicht einmal einen Euro ausmachen, tanzend nach vorne kommen und diese Gabe dem Herrn geben. Aber es ist das Letzte, was sie haben. Und da, der Herr schaut aufs Herz. Nicht wie viel du gibst, sondern wie viel kostet es dich zu geben. Ja. Ich persönlich erlebe, dass Gott alles, wozu er den Auftrag gibt, bezahlt. Und alles, was er anfängt, macht er fertig. Und Gott möchte, dass die Menschen, die geben, ein Zeugnis sind. Wir beten zum Beispiel, alle unsere Kinder beten für unsere Paten und für alle unsere Sponsoren, für alle Menschen, die je etwas investiert haben in Vision für Afrika. Wir beten, dass Gott sie bewahrt, behütet und beschützt und dass er sie durchzieht durch diese Krise ohne Verlust, im Gegenteil mit Gewinn. Denn Gott, was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott. Und Gott lässt sich nicht schuldig bleiben, im Gegenteil. Er zahlt jedes Darlehen zurück und zwar mit Zinsen und Zinseszinsen, wie es sich keine Bank der Welt erlauben kann. Ihr Lieben, lasst uns herzhafte Empfänger der Gnade Gottes werden, aber auch herzhafte Geber. Lasst uns geben, bis es in den Augen anderer lächerlich wirkt und dass es uns sogar wehtut. Aber ihr werdet sehen, dann beginnen die Wunder zu fließen in deinem Leben. Shalom, Shalom.